BeamNG Drive ist eine sehr komplexe Fahr- und Physiksimulation, die ich euch in meinem letzten Video ein bisschen näher vorgestellt habe. Und einige von euch haben in die Kommentare geschrieben, dass der Einstieg in das Spiel ein bisschen schwer fällt, dass sie nicht so recht wissen, wie sie da quasi ja bestimmte Dinge machen, beziehungsweise wie sie einfach anfangen sollen, weil das Spiel relativ wenig erklärt. Und ich bin da eurer Meinung, das Spiel erklärt wirklich wenig und es sind sehr viele Funktionen ein bisschen versteckt, sag ich mal. Und ich möchte euch heute mal das Wichtigste quasi als Einsteiger-Tutorial vorstellen. BeamNG Drive bietet eben jede Menge Funktionen, mit denen ihr schöne Crashes zum Beispiel machen könnt, aber es erklärt halt relativ wenig leider. Deswegen möchte ich euch so ein bisschen ja an die Hand nehmen und euch ein bisschen zeigen, was so die Grundfunktionen sind, welche Dinge ihr machen könnt, welche Sachen ihr auch einstellen könnt, und das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Wenn wir ins Spiel einsteigen, dann haben wir hier dieses schöne Menü, die Option, werden wir uns erstmal fürs Erste nicht durchgehen. Da gibt es eben so Sachen wie Grafikeinstellungen und so weiter. Da schaut ihr einfach rein, wenn das Spiel nicht automatisch eure Settings einstellt, dann ändert sich dort natürlich entsprechend und wir klicken hier erstmal auf den großen Spielen-Button. Und dann werden uns verschiedene Sachen vorgeschlagen, die wir machen können. Also sowohl Kampagne als auch Szenarien sind Dinge, die einfach, wo ihr vorgegebene Ziele habt, die ihr erfüllen müsst und entsprechend spielen könnt. Dasselbe gilt für die Busrouten, wo ihr eben mit dem Bus fahrt. Lightrunner ist so eine Art, ja, Tron-Verschnitt, könnte man sagen. Der Streckeneditor, da könnt ihr eigene Strecken bauen. Zeitrennen ist klar, da fahrt ihr gegen die Uhr und eine Karriere soll noch kommen. Wir konzentrieren uns erstmal auf den Freifahrtmodus, denn das ist eben der Sandkasten, der Spielplatz, der uns interessiert, mit dem wir auch am meisten anfangen können. Das heißt, da klicken wir einfach mal drauf. Ihr seht hier eine Auswahl an Strecken, die ihr auswählen könnt, je nachdem natürlich, ob ihr entsprechend Mods installiert habt oder nicht, auf die wir jetzt erstmal nicht eingehen werden. Habt ihr hier mehr Maps zur Auswahl oder weniger? Wir schauen uns erstmal eine der Standard-Maps an, sage ich mal, und ich wähle hier jetzt einfach mal nehmen wir mal zum Beispiel Jungle Rock Island, da haben wir ein paar Möglichkeiten, Sachen auszuprobieren. Ihr könnt dann hier, wenn ihr entsprechend die Map auswählt, ihr seht auch nochmal rechts ein paar Informationen, die für euch, in der Mitte eigentlich, ein paar Informationen, die interessant sein können, und ihr könnt hier an sich ein paar Sachen einfach auswählen, wo ihr spawnen möchtet. Ich nehme hier jetzt einfach mal zum Beispiel, den Hafen, warum nicht? Und dann klicken wir einfach unten auf Start, dann lädt das Spiel auch schon rein. Das dauert je nach Map ein bisschen länger, ein bisschen kürzer. Ich werde das jetzt erstmal für euch überspringen, damit ihr hier nicht so lange warten müsst. Wenn das Spiel geladen ist, dann sehen wir entsprechend ein Fahrzeug. Das ist standardmäßig immer dieser Pickup-Truck hier. Den können wir auch ändern, keine Sorge, aber das ist auch jetzt nicht ganz so wichtig. Wir schauen uns fürs Erste mal die Steuerung an. Ihr könnt natürlich das Ganze ganz normal entsprechend mit den Pfeiltasten steuern, wenn ihr wollt. Also wenn ihr mit Maus und Tastatur spielen wollt, empfehlen würde ich es euch jetzt nicht. Ich persönlich verwende hier den Xbox Elite Controller Series 2. Damit habe ich auch ein paar coole Sachen, wie hinten die Pedals, die ich fürs Schalten benutze. Aber das könnt ihr natürlich handhaben, wie ihr möchtet. Da müsst ihr euch nicht an dem anhalten. Natürlich ist das Ganze eine Simulation, das heißt, am besten wäre es natürlich mit einem Lenkrad, habe ich persönlich jetzt nicht, deswegen gibt es bei mir hier erstmal den Controller. Und ja, grundsätzlich ist ansonsten der Rest relativ wie in einem Rennspiel halt entsprechend. Ihr gebt halt hinten mit den Triggern Gas und lenkt mit dem linken Analogstick. Welche Überraschung. Falls ihr beim ersten Mal wegfahren euch denkt, irgendwie steckt das Fahrzeug im Leerlauf fest und ihr kommt da nicht weg, dann müsst ihr entsprechend schauen, wo ihr fürs Hochschalten zum Beispiel die Tasten habt. Oder eine Sache, die auch ganz wichtig ist, sag ich mal, beziehungsweise die vielleicht auch interessant sein könnte, mit der Taste Q. Wenn ihr drückt, könnt ihr zwischen dem Arcade-Getriebemodus umschalten und dem Realistic-Getriebemodus umschalten. Ihr seht auch immer, ganz wichtig, links oben in der Ecke sind bestimmte Messages eingeblendet, wo das Spiel euch eben auf Sachen hinweist. Das ist auch immer ganz relativ interessant und wichtig, sage ich mal. Und mit dem Arcade-Getriebemodus ist es so, dass ihr einfach nur Gas geben und bremsen müsst und lenken logischerweise, aber euch ums Schalten zum Beispiel nicht kümmern müsst und entsprechend auch, wenn ihr zum Beispiel bremst und dann rückwärts fahren wollt, drückt einfach die Bremse. Wenn ihr es realistisch haben wollt, so wie es zum Beispiel ich jetzt habe, oder mehr oder minder realistisch zumindest, dann schaltet ihr auf den Realistic-Modus um und müsst dann entsprechend mit den Schalttasten auch entsprechend zum Beispiel hier jetzt in den normalen Drive-Modus bei der Automatik gehen oder entsprechend die Gänge hochschalten bei einem manuellen Schalter. Genau. Das ist eine so eine Sache. Dann schauen wir uns, würde ich sagen, einfach mal an, was denn für Möglichkeiten wir haben bei den Fahrzeugen, weil das ist eben das Standardfahrzeug, mit dem können wir natürlich jetzt durch die Gegend fahren, aber naja, sonderlich spannend ist der jetzt nicht unbedingt und auch nicht unbedingt mein Stil. Deswegen klicken wir erstmal auf Escape. Auf der linken Seite sind entsprechend so Symbole angeordnet für die verschiedenen Menüpunkte, die wir auswählen können. Und in der Mitte haben wir dieses Radialmenü, wo wir bestimmte Sachen machen können, wie zum Beispiel die KI steuern bzw. spawnen und ein paar Kleinigkeiten am Fahrzeug ändern. Da wollen wir jetzt aber nicht so sehr im Detail drauf eingehen, da könnt ihr einfach mal durchklicken. Ihr könnt hier zum Beispiel entsprechend euer Fahrzeug löschen und so Zeugs, klonen. Ihr könnt aber auch hier zum Beispiel Sachen verändern, wie zum Beispiel entsprechend den Getriebemodus und so Sachen.
Genau, das könnte ich hier verändern. Wir schauen uns erstmal links an, da gibt es eben die verschiedenen Punkte. Bei Fahren können wir quasi nochmal eine andere Map spawnen, wenn wir wollen. Hilfe gibt es auch, wo ein paar Sachen, ja, mehr oder minder, ja, nicht wirklich erklärt werden, aber wo halt ihr Links bekommt, wo ihr Sachen erklärt bekommt. Das Mods-Menü, da könnt ihr euch Mods installieren bzw. anschauen, was installiert ist. Da wollen wir auch nicht drauf eingehen. Wichtig für uns ist erstmal Fahrzeuge. Wenn wir da draufklicken, bekommen wir nämlich so eine Liste an Fahrzeugen. Und auch hier nicht wundern, bei mir sind hier ein paar mehr durch Mods, die ich installiert habe, die ich entsprechend wo runtergeladen habe, beziehungsweise aus dem Ingame-Mod-Manager runtergeladen habe. Und hier sehen wir verschiedene Fahrzeuge, die wir jetzt spawnen können. Und wir haben hier eine Auswahl an verschiedenen, ja, Modellen, die natürlich bis auf die paar Mods, wie zum Beispiel der Porsche hier, entsprechend jetzt keine echten Fahrzeuge oder keine Real-Life-Modelle sind, sondern entsprechend da nachempfunden so ein bisschen sind. Und hier können verschiedene Fahrzeuge jetzt spawnen. Und ich würde sagen, wir nehmen hier jetzt erstmal den Sharia. FC, wie auch immer man das Ding ausspricht. Und ihr seht, hier gibt es jede Menge verschiedene Optionen. Also wir haben eben eine Standardstraßenversion, sage ich mal, unter Anführungszeichen, die jetzt nicht viel kann im Großen und Ganzen. Wir haben so ein paar City-SUVs, wir haben zum Beispiel aber auch hier eine Polizeifahrzeug, ein größerer SUV. Wir haben hier irgendwelche Drag-Day-Fahrzeuge, wir haben eher die sportlicher Varianten und so weiter. Also wir haben hier sehr viele Auswahlmöglichkeiten an verschiedenen Modellen. Und was vielleicht auch für euch interessant ist, ist immer hinten dieses, was in Klammer steht. Also M logischerweise für Manual, also entsprechend Handschalter. Wir haben dann teilweise A für Automatik oder eben DCT für das Doppelkupplungsgetriebe, also Double Clutch Transmission. Ich hoffe zumindest, dass man es auf Englisch so ausspricht, das wäre zumindest logisch jetzt an der Stelle. Und wir können jetzt zum Beispiel einfach mal ein Fahrzeug auswählen. Wir können ja mal einfach dieses, ich sag mal, Standardmodell hier nehmen, das jetzt nicht das schönste ist, zumindest nicht die schönste Felgen hat und so weiter. Und wir sehen hier rechts, beziehungsweise in der Mitte eigentlich, die Auswahl, die wir getroffen haben. Und wir sehen hier noch ein paar interessante Fakten, sage ich mal, Daten über das Fahrzeug. Wir können hier eine Farbe auswählen, wenn uns die Standfarbe nicht gefällt. Machen wir zum Beispiel hier rot, dann ist das hier drüben ausgewählt. Unter dem Performance-Tab können wir entsprechend auch nochmal die Performance-Daten einsehen. Das Ding hat zum Beispiel 110 PS und hat ja Vorderradantrieb mit einem Dieselmotor. Es gibt da auch natürlich verschiedene Varianten, also zum Beispiel, wenn wir den hier auswählen, dann sehen wir eben, der hat eben diese Doppelkupplungsgetriebe, der ist mit normalem Benzin angetrieben, hat 230 PS und so weiter. Ihr seht hier einige Daten und Fakten zu den Fahrzeugen aufgelistet, die vielleicht auch ganz interessant sind. Und wenn wir hier zum Beispiel dieses Track-Day-Fahrzeug nehmen, dann sehen wir, das Ding hat 351 PS, ist eben auch Vorradantrieb. Oder wenn wir hier den auswählen zum Beispiel, dann sehen wir, der ist Allradantrieb. Also ihr seht, es gibt sehr viele verschiedene Konfigurationen von dem Fahrzeug. Ich würde sagen, wir spawnen jetzt einfach trotzdem den mal. Und hier könnt ihr übrigens noch eigene Farben festlegen, wenn ihr irgendwas Bestimmtes haben wollt. Könnt ihr auch im Nachhinein ändern, keine Sorge. Und dann haben wir hier unten zwei Buttons, der heißt Replace Current, also wir können den aktuellen ersetzen oder wir können einen neuen spawnen. Wir ersetzen jetzt einfach mal den Pickup, weil so schön finde ich den eh nicht. Das dauert je nach Fahrzeug ein bisschen länger, ein bisschen kürzer, ist immer ein bisschen unterschiedlich. Und jetzt können wir im Grunde mit diesem Fahrzeug auch schon durch die Gegend fahren. Und je nachdem natürlich, welchen Getriebemodus ihr aktiviert habt, müsst ihr dann selbst schalten oder nicht selbst schalten. Ihr seht auch zum Beispiel hier in meiner Anzeige hier unten diesen Knopf hier für ESC, also für die elektronische Stabilitätskontrolle. Das heißt entsprechend, wenn wir hier zum Beispiel draufklicken, dann sehen wir auch wieder links oben die Messages, dann können wir umschalten zwischen dem Komfortmodus, dem Sportmodus oder wir können es komplett ausstellen. Logischerweise, wie ihr euch denken könnt, habt ihr dann zum Beispiel entsprechend keine Traktionskontrolle, keine Stabilitätskontrolle, das heißt, das greift hier nicht ein. Und die Systeme sind tatsächlich sehr, ja, hilfreich, beziehungsweise aber auch sehr störend teilweise, weil die wirken halt sich schon teilweise aufs Fahrzeug aus, bei dem wahrscheinlich weniger, aber so im Grunde wirken, würden sich die auswirken. Wenn ihr jetzt irgendwie sagt, okay, ich möchte nicht oben draufklicken, ich habe den Button nicht, was auch immer, könnt ihr natürlich auch Steuerung Q verwenden. Das ist eine der Kombinationen quasi, wo ihr auch den Drive-Modus umschalten könnt zwischen diesen Einstellungen. Bei manchen Fahrzeugen gibt es mehr, bei manchen weniger. Irgendwelche amerikanischen Muscle Cars haben zum Beispiel keine Traktionskontrolle. Da könnt ihr auch keine aktivieren oder deaktivieren. Genau, so viel dazu. Ihr könnt übrigens die ganzen Sachen auch anpassen. Also wenn wir hier zum Beispiel nochmal Escape drücken, gibt es hier das Einstellungsmenü, der letzte Punkt. Hier könnt ihr ein paar Sachen eben umstellen. Bei mir ist auch, also grundsätzlich könnt ihr auch die Sprache umstellen. Es ist
ich weiß nicht, ob es jetzt schon besser ist, aber so grundsätzlich ist es ein bisschen so Englisch, also so Deutsch und Englisch gemischt, was ein bisschen irritierend ist. Ich hoffe, ihr könnt das Englische. Ich würde es vielleicht empfehlen, sogar auf Englisch zu lassen, wenn ihr damit gar kein Problem habt. Damit ist es ein bisschen einfacher. Ihr könnt aber unter dem Punkt Steuerung bzw. eben Controls könnt ihr die ganzen Sachen einstellen, frei wählen. Also ihr könnt hier tatsächlich die Tasten festlegen. Der Xbox-Controller wird offiziell unterstützt, das heißt entsprechend sehen wir auch hier die Tasten, die ich festgelegt habe, die festgelegt sind für den Xbox One-Controller, für den Xbox Elite-Controller. Das gilt natürlich auch für die anderen Xbox-Controller, keine Frage. Und ihr könnt hier im Endeffekt alles Mögliche einstellen. Also jetzt, also ihr könnt hier wirklich viel einstellen. Wir werden jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber nur, dass ihr wisst, dass ihr bestimmte Tastenkombinationen, wenn sie euch nicht gefallen, wenn sie verwirrend sind, jederzeit könnt ihr hier nachschauen, ihr könnt sie jederzeit ändern. Das ist eine coole Sache soweit. Wir können dann eben natürlich auch theoretisch noch ein weiteres Fahrzeug spawnen. Ihr habt ja gesehen im Fahrzeugmenü, ihr könnt hier jederzeit ein Fahrzeug spawnen als neues. Wir können zum Beispiel hier den hier nehmen. Den ETK K-Series zum Beispiel, und wir nehmen jetzt hier einfach mal, den mit der Automatik zum Beispiel, dann kann ich euch die Automatik auch zeigen, und wir sagen hier einfach neues spawnen, und dann wird das Ding einfach links von euch gespawnt. Keine Sorge, das Spiel hat irgendwann ein Update bekommen vor ein paar Monaten, mit dem es selbst schaut, ob neben euch Platz frei ist, und entsprechend lasst es euch nicht in Gebäuden oder in Bäumen oder Fahrzeugen spawnen, so wie es früher der Fall war. Also ihr könnt hier getrost einfach auf Spawnen klicken. Und hier haben wir das gleiche, ihr könnt natürlich entsprechend auch wieder hier auf den Arcade-Modus umschalten oder bei Realistic müssen wir halt hochschalten. Und hier gibt es auch neben dem normalen Drive-Modus auch einen Sport-Modus, das heißt nochmal einmal weiterschalten, schaltet in den Sport-Modus. Dann natürlich wie bei einer echten Automatik dreht er ein bisschen höher bzw. schaltet er auch ein bisschen schneller. Ihr könnt aber auch natürlich auf die manuelle Schaltung umschalten, indem er einfach nochmal weitergeht und dann quasi müsst ihr selbst hochschalten, wie man es halt auch von der echten Automatik kennt. Genau. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte eigentlich wieder zum anderen Fahrzeug wechseln, drückt einfach die Tab-Taste und dann könnt ihr zwischen den Fahrzeugen wechseln. Was ganz cool ist, das geht nämlich jederzeit. Dann würde ich sagen, schauen wir uns gemeinsam an, was wir denn an dem Fahrzeug ändern können, weil es wirklich cool finde ich den jetzt nicht, muss ich sagen. Also der ist noch nicht so spannend. Wenn ihr nämlich Escape drückt, gibt es hier dieses Zahnrädchen, das ist nämlich die Fahrzeugkonfiguration. Und ihr könnt dieses Fahrzeug im Nachhinein zum gewissen Grad anpassen. Also ihr seht, hier gibt es den, also ein paar Sachen wie License Plate zum Beispiel, das Paint Design, da könnt ihr aus verschiedenen standardisierten Liveries auswählen, also Lackierungen, die ihr auswählen könnt, die lasse ich jetzt erstmal. Wir können Additional Modifications anpassen, das ist je nach Mod, gibt es da ein paar Sachen, wie bei mir zum Beispiel diesen Crash Test Dummy, den ich hier reinladen kann, der dann auf dem Fahrersitz Platz nimmt. Und der Body, wenn wir das ausklappen, das war das Falsche, hier Body. Seht ihr, es gibt hier jede Menge Fahrzeugteile. Also BeamNG Drive ist wirklich so aufgebaut, dass das ganze Fahrzeug modular ist. Da gibt es jedes Teil quasi existiert einzeln und kann einzeln getauscht, weggenommen, was auch immer werden. Also ihr könnt da sehr viel anpassen. Und wir sehen hier zum Beispiel, wenn wir auch entsprechend über die Sachen drüber gehen, was das ist für ein Teil und wo es sich befindet, weil es wird dann einfach nur das dargestellt. Und wir können jetzt zum Beispiel sagen, okay, der Motor ist mir ein bisschen zu schwach, ich hätte gern einen anderen. Dann klicken wir hier bei Engine auf dieses Dropdown-Menü und können sagen, okay, ich hätte jetzt gern eine 2,5 Liter Maschine. So, und jetzt werden wir feststellen, irgendwie kann ich mit dem Fahrzeug nicht mehr fahren. Ihr seht auch hier, hoppla, jetzt ist natürlich die Handbremse gelöst worden, ist nicht so gut. Ihr seht auch hier an diesem Symbol am Tacho quasi, dass hier der Treibstoff fehlt. Das liegt daran, dass wir entsprechend vorher einen Dieselmotor hatten. Das heißt, wir haben auch hier, wenn wir schauen beim Fuel Tank, entsprechend einen Dieseltank drin. Logischerweise, der Benziner wird wohl kaum im Diesel funktionieren. Deswegen müssen wir hier entsprechend auf den Fuel Tank wechseln. Wenn wir jetzt entsprechend zum Beispiel das Menü wieder zumachen und damit wegfahren würden, würden wir merken, okay, der hat plötzlich doch deutlich mehr Leistung als vorher. Und ich habe auch noch die Traktionskontrolle aus, so wie es ausschaut. Das heißt, entsprechend drehen hier auch beim Wegfahren die Reifen durch. So. Aber das ist natürlich noch nicht alles, was wir anpassen können. Ihr habt gesehen, das Menü ist relativ groß. Also wir haben hier sehr viele Teile, die wir austauschen können. Wir könnten hier beim Frontbumper zum Beispiel Sachen wechseln. Also wenn wir sagen, okay, ich hätte jetzt gern den, ja, nehmen wir den zum Beispiel mal. Dann klickt ihr einfach drauf, das dauert ein bisschen, dann lädt das ganze Fahrzeugmodell leider immer neu, was ein bisschen, ja, nicht so schön gelöst ist, muss ich sagen. Und man sieht auch keine Vorschau, das heißt, ihr wisst auch nicht so ganz immer, was ihr austauscht. Und ihr seht dann auch, das Ganze ist eher fürs Whitebody-Kit gedacht, das heißt, ihr habt hier vom Spaltenmaß passt es nicht ganz, das heißt, entsprechend sieht das ein bisschen doof aus. Aber ist ja nur zum Herzeigen fürs Erste. Ihr könnt dann übrigens dieses Menü auch nochmal ausklappen und hier dann zum Beispiel einen anderen Frontgrill auswählen, also einen anderen Kühlergrill auswählen.
der entsprechend geladen wird, der zum Beispiel diese Lichter drin hat. Ihr könnt auch die License Plate ändern. Ihr könnt zum Beispiel sagen, okay, ich mag einfach vorne gar keine haben, die lösche ich einfach weg und dann ist die License Plate auch schon wieder weg. Genau, also das sind so Sachen, die ihr anpassen könnt. Also ihr seht, es gibt jede Menge Sachen zum Anpassen. Wir können auch hier, lass mich kurz mal schauen, ob ich es finde. Also ihr könnt zum Beispiel auch die Türen auswählen, ihr könnt auch die Türen übrigens wegtun. Also könnt ihr sagen Empty und dann, ja, das ist Plattenweg. Fehlt hier die Vordertür zum Beispiel. Das Fahrzeug wird natürlich, das wird auch alles berechnet, das heißt, das Fahrzeug wird auch entsprechend leichter dadurch. Also das ist alles auch schön berechnet. Ihr habt dann auch zum Beispiel unter Front Suspension könnt ihr zum Beispiel auch gleich die Wide Track Front Suspension einbauen. Ihr könnt hier verschiedene Sachen auswählen, ihr könnt auch die Wheels zum Beispiel tauschen. Ich mag zum Beispiel jetzt hier andere Felgen drauf haben. Was gibt's denn da? Seht eine ganze Liste. Leider halt, wie gesagt, die Vorschau fehlt ein bisschen, was ein bisschen schade ist. Aber zum Beispiel gehen wir dann her und wählen hier diese Reifen aus. Oder Felgen aus in dem Fall. Natürlich die Reifen dazu passen jetzt nicht mehr. Das heißt entsprechend, doch funktioniert. Wir können auch hier breitere Reifen auswählen, beziehungsweise werden eh automatisch ausgewählt. Es dauert halt immer alles ein bisschen, bis geladen ist. Aber jetzt haben wir zum Beispiel hier vorne schönere Felgen drauf. Also ihr seht, das sind so Dinge, die wir tun können. Unter Tuning können wir da Sachen einbauen. Also vielleicht soll ich euch noch was anderes zeigen. Es gibt nämlich unter dem Motor gibt es auch noch ein Nitro-System. Können wir übrigens auch einbauen. Das heißt, ein NOS-System bauen wir hier ein. Und unter Tuning sehen wir hier, wir können hier ein paar Sachen anpassen. Also zum Beispiel, wenn es mal geladen ist, können wir hier einstellen, wie stark die Bremsen reagieren, wie stark das Force-Feedback sein soll, wie viel Tank, also wie viel Benzin wir am Tank haben, ab wann das Nitro gelten soll und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Also wir können hier einiges einstellen, wie ihr das wollt. Je nachdem natürlich, je nach Konfiguration könnt ihr mehr Sachen oder weniger Sachen einbauen. Unter Farbe können wir nochmal die Farbe ändern vom Fahrzeug, das ist glaube ich eh klar. Und unter Speichern und Laden könnt ihr eigene Konfigurationen speichern, laden oder ähnliches. Das heißt, ihr gebt hier oben den Namen ein, klickt auf Save, dann ist die Konfiguration gespeichert. Und wenn ihr sagt, ihr habt eine Konfiguration, eine coole, dann klickt ihr einfach auf Laden. Und dann dauert das einen Moment und dann lädt ihr entsprechend auch diese Konfiguration. Ich habe zum Beispiel hier eine Street Racing Variante dieses Fahrzeugs gebastelt. Wenn ihr nur mal ein Fahrzeug in der Spielwelt rumfahren wollt, dann könnt ihr das natürlich ganz einfach tun. Ihr könnt diese Kamera benutzen, die hat halt ein paar Nachteile, sage ich mal unter Anführungszeichen. Ihr müsst ständig nachjustieren. Es tut mir leid, dass die Bremsen hier ein bisschen quietschen. Liegt einfach daran, dass es die Rennbremsen sind, die ein bisschen quietschen. Und ihr seht auch jedes Mal, wenn ihr euer Fahrzeug kaputt macht, ist es hier ein bisschen kaputt und entsprechend, sieht man es auch, hat auch Auswirkungen zum Beispiel auf die Suspension, entsprechend zieht das Fahrzeug nach rechts oder links oder ähnliches. Ihr könnt jederzeit mit der Taste, und zwar ist das standardmäßig die Einfügen-Taste, euer Fahrzeug zurücksetzen, also recovern quasi. Ihr könnt auch, ich mache das zum Beispiel hier jetzt am Controller bei mir, ihr könnt auch entsprechend die Taste gedrückt halten, dann setzt es euer Fahrzeug immer weiter zurück. Und zum Beispiel, wenn irgendwo eine Böschung runtergestürzt sind, geschützt seid, könnt ihr da entsprechend dann euer Fahrzeug quasi von dort bergen. So gesehen. Gibt es eine andere Variante auch, da kommen wir gleich noch dazu. Es gibt natürlich auch verschiedene Kameras, die ihr verwenden könnt. Also ihr könnt mit den Zahlentasten oben auf über der Tastatur, also über der normalen Tastatur, nicht am Ziffernblatt, also Numpad, könnt ihr entsprechend umschalten. Es gibt hier eine Cockpit-Ansicht natürlich. Es gibt entsprechend eine Hood-Kamera. Es gibt auch hier diese Kamera, die quasi in der Welt platziert ist und entsprechend da euer Fahrzeug von außen filmt. Es gibt noch eine zweite Kamera, die entsprechend auch, wo ihr die Kamera so ein bisschen frei bewegen könnt, sage ich mal, die auch dann in dieser Position bleibt und sich nicht mitbewegt. Die normale Kamera innen würde sich entsprechend auch mitbewegen, damit ihr da auch was seht. Wir haben die normale Chase Kamera, die entsprechend so fix hinter dem Fahrzeug immer bleibt. Von der bin ich nicht so ganz so ein Fan, muss ich sagen, weil die doch ein bisschen sehr wackelig ist. Ein bisschen was kann man Einstellungen einstellen, aber die ist ein bisschen wackelig, wie ich finde, deswegen mag ich die nicht so sehr. Es gibt, also von 1 bis 0 quasi sind die Tasten durch. Es gibt bei manchen Fahrzeugen mehr Kameras als bei anderen. Also zum Beispiel bestimmte Busse haben noch eine Innenansicht, wo ihr als Passagier Platz nehmt. Da gibt es auch noch ein paar Sachen mehr. Wenn euch das passiert, dass ich so wie ihr hier
dass ihr so wie ich hier entsprechend im Baum festhängt und nicht mehr wisst, wie ihr rauskommt. Ihr könnt dann eben entsprechend die normale quasi Zurücktaste benutzen, um entsprechend euer Fahrzeug zuzusetzen, dann wird sie darauf gespawnt. Ihr habt aber eine zweite Möglichkeit auch noch, ihr könnt nämlich mit Shift C immer jederzeit in eine freie Kamera wechseln. Die könnt ihr dann mit WASD steuern und entsprechend mit der Maus, und ihr könnt hier zum Beispiel jetzt wieder auf die Straße raufgehen. Die hat auch noch ein paar Sachen zusätzlich. Ihr könnt entsprechend mit der Shift-Taste das Ganze schneller machen, und mit Alt und dem Mausrad könnt ihr die Geschwindigkeit runterdrehen. Ihr seht, wie gesagt, auch immer solche Infos oben. Das heißt, ihr könnt hier den Camera Speed ändern. Und den könnt ihr zum Beispiel jetzt auf ein bisschen langsamer machen. Mit der F7-Taste, die ist ganz wichtig, könnt ihr entsprechend euer Fahrzeug dorthin spawnen, wo ihr gerade seid. Ich meine, in dem Fall in dem kaputten Zustand, in dem es gerade ist. Aber wir haben natürlich eine Taste, mit der wir das Ganze zurücksetzen können. Und somit ist euer Fahrzeug dann quasi gerettet. Ihr könnt damit jederzeit auf jedem Platz, wo ihr möchtet, spawnen. Das heißt, ihr könnt auch theoretisch sagen, okay, ich mache jetzt noch die Kamera wieder ein bisschen schneller, und ihr möchtet jetzt einfach mal ganz schnell irgendwo anders sein. Dann könnt ihr einfach hergehen und sagen, ich möchte wieder hierher sein, F7 drücken, und das Fahrzeug wird da gespawnt. Passiert halt leider, dass es immer wieder so ein bisschen von oben herab spawnt. Und dann steht ihr mit dem Fahrzeug hier. Das ist cool. Ihr könnt auch mit Alt-U könnt ihr entsprechend das User-Interface ausblenden. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr entsprechend Szenen aufnehmen wollt, wo ihr kein User-Interface haben wollt, könnt ihr das entsprechend auch jederzeit ausblenden. Wie gesagt, ganzen Tastenkombinationen könnt ihr in den Einstellungen nochmal nachschauen, beziehungsweise könnt ihr auch jederzeit ändern. Eine Sache, die auch ganz wichtig, meiner Meinung nach zumindest, ist, für ja, diverse Crashes ähnliches, sind zwei weitere Funktionen. Ihr könnt jederzeit die Simulation anhalten. Das heißt, wenn wir zum Beispiel hier auf das Haus zufahren und den Crash aufnehmen wollen, sage ich mal, also entsprechend recorden wollen, dann könnt ihr die Taste J drücken, beziehungsweise die Starttaste auf dem Xbox-Controller, und dann haltet ihr das Spiel an, was ihr auch an diesem Pausensymbol hier oben jederzeit seht. Das heißt, entsprechend ist die Simulation in dem Moment angehalten. Und jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten, wie wir diesen Crash, ich sag mal, ja, filmen können. Also entweder ihr blendet einfach das UI aus, lasst die Kamera so wie sie ist und entsprechend drückt einfach auf Start und fahrt gegen die Wand, so wie ich hier zum Beispiel. Wir können das Ganze natürlich auch wieder zurücksetzen und das Ganze nochmal von vorne machen. Das heißt, die Möglichkeit habt ihr natürlich. Ihr habt dann die Möglichkeit mit Alt und, ich blende wieder das UI ein, damit wir es sehen, mit Alt und dem Pfeiltasten nach links und rechts könnt ihr entsprechend die Zeit verlangsamen, also zum Beispiel 4 times slower. Und wenn ihr jetzt auf Start, also wieder auf Resume drückt, entsprechend seht ihr, es läuft langsamer ab. Ihr könnt mit Alt und der Pfeiltaste nach unten immer wieder auf Echtzeit zurückschalten oder eben zum Beispiel es auf dem lassen. Dann können wir sagen, okay, wir blenden das UI aus, drücken hier auf Resume und fahren hier einmal gegen die Wand. Und mit Alt und Pfeiltaste nach unten können wir das Ganze wieder zurücksetzen. Und dann sehen wir, das Fahrzeug ist ziemlich demoliert. Und wenn wir jetzt sagen, okay, ich hätte gerne aus verschiedenen Perspektiven gefilmt sozusagen. Ihr könnt auch jederzeit so Sachen machen wie die freie Kamera verwenden. Also ihr könnt zum Beispiel jetzt auch das Ganze hergehen und sagen, ich fahre hierher, drücke J und dann drücke ich Shift C, um entsprechend die freie Kamera zu aktivieren, und platziere die freie Kamera hier. Ihr könnt dann auch zum Beispiel mit Shift und Bild nach oben oder nach unten könnt ihr entsprechend quasi raus, also so ein bisschen Fischei-mäßiges machen oder halt eben näher ranzoomen, entsprechend den Bildausschnitt ein bisschen größer oder kleiner machen. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel nochmal die Zeit runterdrehen auf 4 times und wieder Shift U drücken und einfach J drücken, um weiter zu spielen, dann können wir den Crash zum Beispiel aus der Perspektive filmen. Ist auch eine Möglichkeit. Eine Sache, die es dann noch gibt, die ich euch auch natürlich nicht vorenthalten will, wir schalten hier wieder zurück auf den normalen Modus und spulen hier nochmal ein bisschen zurück. Also es ist einfach die Taste zum Zurücksetzen, was standardmäßig die Einfügen-Taste ist, halten, und entsprechend passiert das dann. So, was wir jetzt machen können, was ich gerne mache, ist, ich fahre dann zu dem Punkt kurz vor dem Crash, drücke hier eben die Pausentaste. Und dann seht ihr, ich habe mir hier dieses Replay-User-Interface eingeblendet. Und wenn jetzt nicht wisst, wie ihr das bekommt, auch kein Problem. Schauen wir uns gemeinsam an. Wenn ihr Escape drückt im Menü, gibt es den Punkt nämlich UI-Apps anpassen. Wenn ihr drauf klickt, dann bekommt ihr so ein schönes Menü mit verschiedenen, ja, Kästchen. Bei euch sind es wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil standardmäßig nicht alles eingeblendet ist. Hier könnt ihr nämlich das ganze User-Interface anpassen zu eurem Belieben. Das heißt, entsprechend auf dem Plus-Knopf zum Beispiel
Da könnt ihr hier zwischen verschiedenen Apps auswählen, die ihr anzeigen möchtet. Es gibt hier quasi alles, was ihr euch vorstellen könnt. Also eben zum Beispiel die Temperatur der Bremsen, einen digitalen Tachometer. Es gibt so Sachen wie entsprechend auch hier zum Beispiel verschiedene Graphen, die anzeigen den Drehmoment, die Gehkräfte anzeigen und ähnliches. Also es gibt da sehr viele Sachen, die ihr entsprechend einstellen könnt. Eben auch zum Beispiel die Temperatur der Kupplung oder ähnliches, weil die kann auch in dem Spiel natürlich überhitzen. Die Nachrichten und so weiter. Also ihr könnt da sehr viel einstellen. Und ihr seht, ich habe hier ein paar Sachen eingeblendet. Ich habe bei mir eben diese Wiederholungs-App quasi eingeblendet. Das ist eben diese Steuerung für die Replays. Das macht es ein bisschen einfacher. Es geht auch ohne dem, aber es macht es ein bisschen einfacher einfach. Und ihr könnt auch sagen, okay, ich möchte die Nachrichten jetzt nicht links oben haben. Ich möchte woanders haben. Ihr zieht das einfach mit der Maus rüber und Sache ist erledigt. Also ihr könnt das anpassen, wie ihr möchtet. Ihr könnt auch Sachen ausblenden. Ihr könnt auch Sachen eben im Innenraum zum Beispiel ausblenden, weil ihr sagt, okay, ich habe ja sowieso ein Tacho im Cockpit. Warum brauche ich ein Tacho dann noch auf dem Bild im User Interface? Könnt ihr jederzeit ausblenden. Absolut kein Problem. Jo, wenn ihr sagt, das ist angepasst, dann könnt ihr das Ganze wieder mit Escape schließen und dann sind wir wieder im Spiel drin. Und ich mache dann so, dass ich sage, okay, ich drücke hier auf diesen Record-Button und dann wird das Gameplay aufgezeichnet. Nachdem passiert ist, wird aktuell nichts aufgezeichnet und wenn wir jetzt wieder das Ganze quasi wieder abspielen, das Spiel sozusagen, dann können wir entsprechend hier das Gameplay recorden. Und mit dem Klick hier oben auf die Stopptaste wird dann so das Gameplay gespeichert, das Replay gespeichert. Und ihr seht, es gibt hier dann eben das Replay wird automatisch gestartet, wird automatisch abgespielt. Ihr seht auch, wie bei dem normalen Videoplayer quasi habt ihr hier entsprechend eine Zeitleiste, die ihr vor und zurückspulen könnt. Das heißt, ihr könnt dann quasi einfach sagen, okay, ich möchte jetzt dieses, hoppla, das war ein bisschen zu schnell von meiner Seite. Ich möchte zum Beispiel hier eine Aufnahme machen, die, wie sage ich, so eine Art Überwachungskamera ist, die hier am Gebäude platziert ist zum Beispiel. So. Mache dann die Kamera ein bisschen langsamer, damit ich sie besser platzieren kann. Und dann sage ich, okay, das ist quasi hier an der Hausmauer, ist eine Kamera zum Beispiel. Die entsprechend dann mit einem Videobearbeitungseditor könnte ich dann noch einen Schwarz-Weiß-Filter drüber legen und entsprechend wird es dann wie eine Kamera, sage ich mal, sein. Vielleicht auch so ein Filter wie eine Überwachungskamera. Da gibt es natürlich jede Menge Möglichkeiten. Und wir können dann sagen, okay, wir können jetzt einfach die Zeit auch wieder runterdrehen. Also geht wieder mit Alt und den Pfeiltasten. Ihr könnt das auch entsprechend hier, wenn ich meine eigene Maus finde, hier über diese Tasten lösen und sagen, okay, die Hälfte der Geschwindigkeit zum Beispiel reicht uns, wir müssen ja nicht extrem langsam sein. Und dann können wir mit Alt-U wieder das UI ausblenden, können dann J drücken und dann wird das Ganze abgespielt. Und ihr seht, damit haben wir quasi aufgezeichnet, wie dieses Fahrzeug gegen die Mauer crasht, so als Art Überwachungskamera. Also wie gesagt, ist nur eine Idee, da könnt ihr jede Menge Sachen basteln, ihr könnt da natürlich, wie gesagt, sehr viel machen auf jeden Fall. Nur um das euch ein bisschen gezeigt zu haben. Mit Shift-C können wir wieder die freie Kamera ausblenden, mit Alt-U eben das User-Interface. Und wenn wir sagen, okay, wir haben das oft genug aufgezeichnet, wir wollen das jetzt nicht nochmal aufzeichnen, oder wir haben es jetzt oft genug angeschaut, es ist ein bisschen buggy leider das Replay, aber im Grunde funktioniert es ganz gut. Vielleicht im besten Fall ein bisschen früher aufnehmen, damit entsprechend so Raucheffekte und so weiter weg sind, wenn ihr quasi wieder bei der Szene seid. Ich glaube, maximal 5 Minuten könnt ihr aufnehmen. Und wenn ihr dann hier noch auf Close Replay klickt, dann ist das Replay erledigt und ihr könnt quasi die normale Simulation fortsetzen. Ich recover mal schnell mein Fahrzeug wieder. Und dann habt ihr das auch aufgenommen. Und da könnt ihr eben sehr viele verrückte Dinge machen, wenn ihr wollt. Neben der Möglichkeit, das Fahrzeug eben als Konfiguration zu speichern, könnt ihr das Fahrzeug auch jederzeit klonen. Das heißt, in diesem Radialmenü gibt es eben unter Verwaltung den Punkt Fahrzeug klonen. Das heißt, wenn ihr da drauf klickt, dann erstellt das Spiel eine Kopie des aktuellen Fahrzeugs und ihr habt dann dieses Fahrzeug quasi zweimal und könnt damit irgendwelche Dinge anstellen. Ihr könnt auch jederzeit sagen, zum Beispiel, alle anderen Fahrzeuge, die hier sind, sollen von der KI gesteuert werden, beziehungsweise die KI Verkehr spielen sozusagen. Das heißt, ihr klickt hier auf den im Radialmenü eben wieder auf den AI-Button und hier gibt es verschiedene Optionen. Also ihr könnt zum einen sagen, wie soll sich das Ganze verhalten. Also ihr könnt eben sagen, flieh von mir, verfolge mich oder entsprechend folge mir einfach nur. Ihr könnt auch sagen, das Ganze soll wieder aufhören. Ihr könnt auch entsprechend hier sagen, mach random irgendwas. Und unter Traffic können wir Sachen machen wie zum Beispiel eben den Traffic starten. Das heißt, wenn wir hier auf Play klicken, dann werden andere Fahrzeuge entsprechend von der KI gesteuert. Wie ihr seht, das Fahrzeug hinter mir wird entsprechend von der KI gesteuert. Wenn wir sagen, okay, das ist ein bisschen wenig, es soll random einfach irgendein Verkehr gespawnt werden. Das war die falsche Taste. Das kommt davon, wenn man das User-Interface nicht richtig sieht.
Ihr seht auch, wenn kein anderes Fahrzeug vorhanden ist, entsprechend wird überhaupt der Rest gar nicht angezeigt. Das heißt, ihr könnt hier aber auf Traffic klicken und sagen, ihr wollt jetzt entsprechend normalen Traffic spawnen oder entsprechend Polizei spawnen. Wir machen mal normalen Traffic. Dann dauert das einen Moment und das Spiel spawnt euch entsprechend ein paar Fahrzeuge auf der Map, die euch auch entsprechend angezeigt werden, wenn ihr das wollt. Und dann gibt es zum Beispiel hier ein paar Fahrzeuge. Nicht wundern, die KI und andere Fahrzeuge haben einen relativ großen Einfluss auf die Performance, zumindest bei mir, bei meinem System. Bei mir seht ihr auch, die Framerate ist ein bisschen runtergegangen durch. Und je nach Map funktioniert durch die KI besser oder schlechter. Hier sind es eher wenig Straßen, deswegen funktioniert da die KI wahrscheinlich eher schlechter. Und damit könnt ihr jede Menge Sachen machen. Ihr könnt dann auch sagen, okay, passt, ich hätte jetzt gerne, dass mich die KI verfolgt. Das heißt, ich klicke hier auf AI und sage dann einfach Chase Me. Und dann würde die KI versuchen, mich zu fangen, quasi. Und ihr seht, also ich merke den Performance Impact hier schon sehr auf diese KI. Und sie spawnt dann auch teilweise dynamisch vor euch, hinter euch, wie auch immer. Also die fährt dann nicht quer über die Map, sondern die spawnt dann immer wieder neu. Das ist auch so eine Sache. Und sie stellt sich manchmal auch ein bisschen doof an, wie ihr seht. Genau, wenn ihr sagt, das interessiert euch nicht mehr, klickt ihr einfach wieder auf dieses Menü und sagt, hoppla, bei der AI, stop. Und dann hört sie auf, alles zu tun, was sie gerade getan hat. Ihr könnt dann auch jederzeit sagen, okay, ich möchte jetzt aber eigentlich die anderen Fahrzeuge nicht mehr haben. Das heißt, ihr könnt hier einzelne Fahrzeuge hier löschen. Ihr könnt aber auch in das Fahrzeugmenü gehen und sagen, hey, ich hätte gerne das Ganze geklont zum Beispiel. Ich hätte gerne das Ganze gelöscht, das aktuelle oder alle anderen. Ich lösche jetzt einfach alle anderen, weil das von der Performance her besser ist. Ihr habt und ihr seht es vielleicht auch hier, es gibt auch den Button Standardfahrzeug ersetzen. Das heißt, ihr könnt sagen, okay, das Auto, was ich gerade habe, ist geil. Ich möchte immer mit dem spawnen, ich möchte immer mit dem sofort losfahren. Dann klickt ihr einfach auf Standardfahrzeug ersetzen. Und dann jedes Mal, wenn ihr eine Map ladet, kommt dieses Fahrzeug als Standardfahrzeug für euch. Das ist auch ganz cool. Gut, ich würde sagen, zu guter Letzt schauen wir vielleicht noch die Einstellungen durch, weil da sind ein paar vielleicht noch interessante Dinge für euch dabei. Ihr habt hier eben unter anderem Grafikeinstellungen. Da schaut ihr euch selber durch, was ihr braucht. Es gibt die Benutzeroberfläche. Da könnt ihr zum Beispiel auch eben zwischen km/h und Meilen umschalten, wenn euch das interessiert, wenn ihr das wollt. Das könnt ihr zum Beispiel machen. Ihr könnt entsprechend auch die Sprache umstellen. Wie gesagt, Englisch, also Deutsch ist so eine Mischung aus Deutsch und Englisch. Ihr könnt natürlich auch verschiedene Audioeinstellungen festlegen. Das geht auch. Ihr könnt die Steuerung anpassen, das habe ich schon erwähnt. Es gibt auch noch interessant ein paar andere Dinge. Zum Beispiel unter Filter gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit, dass die Lenkung bei höherer Geschwindigkeit nicht mehr so heftig reagiert, weil sonst kommt ihr eigentlich immer ein Untersteuern, weil mit dem Controller da präzise zu lenken ist nicht ganz so einfach. Das heißt, da könnt ihr Sachen einstellen. Ihr könnt das Force Feedback anpassen. Ist vor allem interessant, wenn ihr entsprechend ein Lenkrad habt und er zeigt euch auch die Hardware an, die ihr habt und entsprechend wie ihr die benutzt zum Beispiel. Also er zeigt euch auch an, welche Tasten ihr gerade drückt und so Zeugs. Unter Gameplay gibt es noch ein paar Sachen, wie den ABS-Modus zum Beispiel. Der kann zwischen realistisch, zwischen Arcade und zwischen immer deaktiviert ausgewählt werden. Ihr habt es auch vielleicht bemerkt bei mir im Spielen, wenn ich bremse, ist eigentlich immer ABS aktiv, deswegen werde ich es jetzt erstmal auf Arcade stellen. Ihr könnt auch hier bei den Fahrhilfen zum Beispiel Getriebeverhalten immer auf Arcade stellen, wenn euch das lieber ist als realistic, könnt ihr immer hier umstellen. Ihr könnt auch einstellen, ob ihr die Kupplung benutzen wollt oder nicht. Das heißt, ihr könnt auch die Kupplung automatisch betätigen lassen. Das heißt, es sind so Dinge, die ihr hier einstellen könnt, was ganz interessant auch ist. Ihr könnt auch hier die maximale Anzahl an Fahrzeugen, die eben im Traffic von der KI gesteuert werden, einstellen. Das hat einen relativ großen Impact, wie gesagt, auf die Performance. Das heißt, ihr solltet da aufpassen, wie viel ihr einstellt. Autos sind bei mir zum Beispiel jetzt 3 Fahrzeuge. Es gehen hier bis zu, ich glaube, maximal 12. Kann ich aber nur empfehlen, wenn ihr wirklich einen guten Rechner habt, sonst dürft es nicht so gut funktionieren. Ihr könnt auch zum Beispiel einstellen, dass Mods spawnen sollen oder nicht spawnen sollen, das gibt es auch. Unter Kamera könnt ihr noch ein paar Sachen umstellen, zum Beispiel, ich gebe eine Taste zum Durchswitchen zwischen den Kameramodi, da könnt ihr einstellen, welche hier zum Beispiel verwendet werden. Das könnt ihr machen, ihr könnt auch hier zum Beispiel bei der Orbit-Kamera ein paar Sachen umstellen und so weiter. Also da gibt es auch ein paar Möglichkeiten, noch was einzustellen, wenn ihr da bestimmte Sachen haben wollt, beziehungsweise euch bestimmte Sachen nicht ganz so gefallen, könnt ihr da umswitchen. Und sonstiges gibt es noch, da könnt ihr zum Beispiel das Lenkrad ausblenden, das ist interessant für Leute, die entsprechend auch selbst mit Lenkrad fahren. Da ist vielleicht ein bisschen störend, dass dann noch ein Lenkrad am Bildschirm ist, das könnt ihr zum Beispiel auch ausstellen. Also das sind so ein paar Sachen, die ihr umstellen könnt. Also das ist sehr umfangreich, auch ganz wichtig, dass ihr da mal durchschaut, vielleicht das eine oder andere. Genau, ich würde sagen, dann war es das soweit mit den Basics, mit dem Einstieg in BeamNG Drive. Ich hoffe, soweit das war was Hilfreiches, was Interessantes für euch dabei. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn euch noch irgendwas interessiert, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe vor, auf jeden Fall einen zweiten Teil zu machen, denn es gibt noch ein paar so Dinge, zum Beispiel Objekte spawnen oder entsprechend solche Sachen, die ganz interessant sind, die ganz interessant zum Herzeigen wären, die vielleicht euch auch interessieren könnten.
Gerne, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Sachen habt, die euch interessieren im Spiel, gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich hoffe trotzdem, es hat euch soweit gefallen. Ich hoffe, es hat euch auch weitergeholfen. Wenn ja, dann lasst natürlich gerne ein Like da. Wenn noch nicht abonniert hast, dann abonniert gerne auch den Kanal. Ihr kennt das Spiel ja. Gerne auch noch weitere Videos, die hier in der Endcard angezeigt werden, euch anschauen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder bei einem weiteren Video. Und ja, wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, ciao.